Und da bin ich schon wieder. Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Letzte Folge haben wir die wunderschöne Dämonenspitzhacke gemacht und die Fabrik gebaut. Wobei ich nicht wusste genau, was die Fabrik bezweckt. Daher habe ich mich mal kurz eingelesen. Und irgendwie beschleunigt die Produktion von den umliegenden Produktionsgebäuden. Und von daher müssen wir wohl doch eine neue Fabrik bauen. Da schauen wir nochmal kurz nach. Es fehlen drei Königsstahl. Neues Kraftwerk. Klar, ich rede vom Kraftwerk, nicht von der Fabrik. Und von daher brauchen wir drei Elektronik. Und die produzieren wir. Dafür brauchen wir Plastik, Königsstahl. Noch 17 Königsstahl. Wow. Ich glaube, so viel können wir gar nicht mehr produzieren. Maximal 9. Weil wir dann einfach keine, was fehlt? Stahl. Gut, Stahl können wir erstmal ein bisschen produzieren. Machen wir erstmal 20. Und dann brauchen wir noch ganz viel Plastik. Können wir 4 machen, weil wir kein Öl haben. Haben wir Flaschen? Wir können 35 Flaschen herstellen. Machen wir hier die Hälfte. Und machen wir hier die Hälfte. So. Huch. Stimmt, unsere Spitzhacke explodiert ja. Das ist wunderschön. So, dann laufen wir mal kurz ein bisschen rum, machen ein bisschen Chaos. Den wollte ich eigentlich gar nicht aktivieren, weil der nicht so viel bringt. Da wir gar keinen Holz fällen oder so. Ich glaube, hier unten war der irgendwo. Hier den. Aber man kann ihn nicht aktivieren. Erst wenn man wieder... erst wenn man wieder der andere abgelaufen ist. Zack, zack, zack. So. Hier läuft auch alles. Das haben wir letztes Mal auch irgendwann gelöst, aus Versehen. Weil mein Jagdtrieb mich dazu gebracht hat, ihm ins Auge zu schießen. Auch nicht so gesund wahrscheinlich. So, tot. Hier läuft's auch alles. Haben wir noch Rätsel? Ja, wir haben noch Rätsel. Ah, das Binärcode-Rätsel. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber erstmal würde ich jetzt gern das Kraftwerk vorantreiben. Aber mir ist letztes Mal, als wir das Kraftwerk gebaut hatten, eigentlich kein großer Unterschied aufgefallen von der Geschwindigkeit. Aber ich habe jetzt auch nicht so extrem drauf geachtet. Von daher mal schauen, ob das doch was bringt. Wenn wir die am Ende dann, glaube ich, hier hinstellen. Die Fabrik oder hier oben. Ah, es wird sich noch zeigen, das weiß ich noch nicht genau. Das läuft ja hier oben jetzt durch. Ich mach mal kurz tot, bevor du mich angreifst. 14 Königsstahl, wir brauchen gar nicht so viel. Machen wir erstmal die Hälfte. Und machen wir hier nochmal 7. Ne, dann fällt Stahl weg. Jetzt. So. Dann läuft das jetzt hier auch durch. Gleich kriegen wir noch Flaschen für Plastik. Im Markt gibt es Tierfutter. Die großen Schädel kaufen wir auf jeden Fall. Davon brauchen wir ganz, ganz viele noch. Dafür verkaufen wir hier den Spökes. Brauchen wir doch nicht. Flaschenöl. Zack, bumm. Das da rein. Haben wir irgendwo das Flaschen? Ist das hier oben? Ja. 9. Zack, zack. Dann lassen wir das hier oben durchlaufen, holen uns noch ein paar Goldmünzen ab. Denn Energie ist niedrig. Ach, der soll automatisch essen. Das wäre so schön, wenn er das einfach könnte. Wir holen noch ein paar Dämonenhörner hier unten. Wow. Lohnt sich hier vielleicht ein Bergbaulaser? Ja, oder? Ich weiß gar nicht, wo der nächste steht. Hier oben. Der reicht bis dahin.
ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Wo hier unten schon viel ist. Aber ich weiß gar nicht. Weil hier unten spawnen halt die großen Dinger, ne? Das ist die Frage. Kann man denn das Land nach unten erweitern? Ja, für 17... Klar, 17.000 haben wir bald. Wir könnten noch ein Land kaufen. Ja. Wupp, wupp. Und wo ist der jetzt? Da hinten. Ach ja, die greifen uns ja gar nicht mehr an wegen der Maske. Sehr, sehr praktisch. So. Eine kleine Clownsfigur unten. Zum Glück keine Angst vor Clown. Ich heiße Hopfrock und habe dieses Spiel gemacht. Okay. Ich frage mich, wie viel du über Voyager weißt. Noch nicht so viel. Spielen wir ein Trivia-Minispiel. Bei der richtigen Antwort bekommst du super seltene Belohnungen. Legen wir los. Okay. Wie lautet der echte Name von Prinzessin Blablabla? Blablabla? Falsch. Mist. Neuer Versuch. Okay. Was ist 2x8? 8. 40, 90. Oder gelb. 40, 90. Oh, auch daneben. Nächste Frage. Wie viele Gegner hast du bisher besiegt? Auch nicht. Mann. Kann man überhaupt richtig antworten? Keine Sorge, die nächste weißt du bestimmt. Was ist der Sinn des Lebens? Voyager-Spiel, was? Okay, das Spiel mag mich nicht. Nächste Frage. Wie werden Videospiele gemacht? Kaffee rein, Code raus, auch. Kein Ding, nächste Frage. Wie wirst du Voyager bewerten? Ich glaube, positiv auch nicht. Falscher geht's nicht. Machen wir weiter. Shovel Knight war ein bahnbrechendes Spiel. Dem stimme ich zu, dem stimme ich. Stimme der Benutzungsbestimmung, nicht Zustimmung, nicht zu. Was ist das? Nie gehört. Das ist nicht mal annähernd richtig. Dieses Minispiel liegt dir gar nicht. Wie lautet die korrekte Antwort auf diese Frage? Definitiv nichts. Wow, so falsch. Du hast keine einzige Frage richtig beantwortet. Du bist der zweitschlechteste Trivia-Spieler, den ich kenne. Aber keine Sorge, du bekommst einen Trostpreis. Danke, dass du Voyager spielst. Hoffentlich hast du Spaß. Auf jeden Fall. Mega super Spiel. Zack, doch eine Truhe bekommen. Scheitere kläglich bei einem Trivia-Minispiel. Ich glaube, wir konnten nur scheitern. Wir schauen gleich mal nach, was drin ist. Wupp, 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 wupp. Na gut, ich will jetzt auch wissen, was drin ist. Zack, 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 zack. Bögen verbrauchen keine Pfeile. Okay, wir haben 113. Wir haben 113. Dann können wir eigentlich alle verkaufen, bis auf einen. Oder? Wir können es 9 machen. Ja, wir können jetzt einfach so Pfeile verschießen. Das ist klasse. Zucker, Ei, Obstsalat. Brauchen wir alles nicht. Wir haben über 1000 Eier. Die müssen wir eigentlich auch mal verkaufen. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Hier läuft's durch. Die Flaschen sind fertig. Wir können ein bisschen Öl abbauen gehen. Machen wir hier. Machen wir die Hälfte. 23. Und hier machen wir die Hälfte. Machen wir alles. Machen wir 21. Oh ja, wir brauchen die Fabrik, wenn die echt alles beschleunigt. So, das Regenbogenmuster hatten wir gelöst. Piu. Oh, ich mag den Pfeil und Bogen, auch wenn ich ihn eigentlich... Ich glaube, ich werde ihn nicht benutzen. Dafür ist es mir zu umständlich mit dem Zielen, mit dem Aufzielen, mit dem Aufladen. Aber ab und zu, so um Spaß zu haben, hier mal reinzuschießen jetzt zum Beispiel...
Glück macht dieses immer noch der, dieses schwebende Ding immer noch genug Schaden, damit ich das nicht alles machen muss. So, jetzt gucken wir uns das hier mal an. Plastik fehlt. Königstahl haben wir genug. Für 3 Stück. Ja, haben wir genug. 30 Plastik, also 29 Plastik fehlt. Ja, 29 Plastik fehlt. Aber das müsste hier, das reicht auch, die beiden Sachen. Und in der Zeit gehen wir mal das... Ist das hier drin gewesen? Das Rätsel mit dem Binär. Gut, genau. Also wir hatten... Wir wussten, das war 2. Ich glaube, hier müssen wir schon mal auf 2. Das ist 2. 2. Okay, warte, ich sehe es nicht alles. Das ist schon mal kein 2. Ich bin erschöpft. Moment. 1 ist es auch nicht. Das hier müsste... Bum, 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 bum. 5? Sein. Und die beiden sind auch verschieden. Die sind auch nicht das. Also müssen entweder 3 oder 4 sein. Ich glaube, das ist 4 und das ist, glaube ich, 3. 4. 3. Nö, ist falsch. Das hier 3. Das hier 4. Auch nicht. Aber das ist doch 5, 4. Doch, das ist 3, das ist 4, oder? 5, 4, 2. Scheinbar nicht. Ja, muss ich mir nochmal angucken, den Binärcode. Dum, 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 dum. Schon ein paar Jährchen her, man wird ja auch nicht jünger. So, hier brauchen wir, glaube ich, ein Schwert. Aber konnten wir nicht Schwerter machen? Das ging doch irgendwo... Das mussten wir freischalten, oder? Hier. Kampf. Schaltet Schwerter frei. Aber das ist dann bestimmt nur der Obelisk, dass unser Schwertangriff mehr Schaden macht oder sowas. Also von daher glaube ich nichts Nötiges, was wir brauchen sollten oder was wir brauchen könnten. Von daher erstmal zu vernachlässigen. Hier, das Ei. Ich will immer noch wissen, wo man das Ei findet. Keine Ahnung. Es gibt der das Ei? Oh, ich will den nicht töten. Zack, zack, tot, bumm. Du bringst mir gar nichts mehr. Haben wir jetzt alle Rätsel gelöst? Ja gut, das eine Rätsel war noch da mit den ganzen Dingen, womit sie hoch und runter fahren kann. Niemals werde ich das lösen können. Nicht auf die Schnelle. Öl läuft durch. Boah, das dauert ewig. Plastik, ne? Zack, 17 Flaschen Öl. Elektronik. Ach ja, wir stellen erst Öl her und daraus müssen wir ein Plastik herstellen. Wow. Wir machen schon mal 8 Plastik. Wollen wir in die ganzen Eier. So, machen wir eins wieder rein und die verkaufen wir mal. Das waren viele. So, 6.000. Hier nehmen wir noch was mit. Was wir kriegen können. Jetzt haben wir 7.000. Gucken wir uns nochmal an, was wir von Land kaufen können. Das hier unten, glaube ich, hätte gerne hier die Verbindung. Oh, ein Baumann. Na, dann schauen wir doch mal nach, was der uns bringt. Dum, dum, dum.
So, 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 so. Bom, 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 bom. Das ist eine Fabrik, oder? Ja. So, reden wir doch mit dem lieben Herrn. Hallo du, ich bin ein Techniker. Du weißt, dass ich klug und überheblich bin, weil ich dir ohne zu fragen meinen Beruf gesagt habe. Ja, das stimmt. Ich bin Veganer. Naja, da ich besser bin als du, hol mir doch bitte ein paar Materialien für meine Fabrik. Königstahl, klar, geben wir es wieder aus. Danke für die Materialien. 10 Stück haben wir dem gerade gegeben. Diese Arbeit ist kompliziert, also wirst du echt nicht verstehen. Aber Fabriken brauchen Stahl zum Herstellen cooler Dinge. Hier ist eine Belohnung. Hilf dem Techniker. Die Fabrik bauen wir auf jeden Fall ab. Wir nehmen die mit. Ja. Vielen Dank. Öffne 20 Schatztruhen, haben wir geschafft. Und Zeichen der Bewährung. Erhöhe deine Werte. Das lassen wir auch mal lieber bei uns drin. Wir haben jetzt 1300 Kohle. Also Kohle brauchen wir auch, glaube ich, nie wieder. Noch eine Fabrik wollten wir bauen, ne? Oder können wir jetzt vielleicht... Ach ne, die braucht keins dafür. Machen wir hier nochmal 5 Plastik. Das läuft auch durch. Ja, ich glaube, wir machen doch noch die neue Fabrik. Bom-bom-bom. Königstahl können wir nochmal herstellen. Lassen wir die dahin. Wir brauchen neuen Königstahl 7. Machen wir erstmal 6. Ah, weil Stahl wieder fehlt. 17. Goldbarren. 900. Ne, ist zu viel. Oh je. 450? Ja, oder? 450. Machen wir hier Eisenbarren. Machen wir auch 450 Eisenbarren. Damit laufen die Maschinen jetzt erstmal 20 Jahre circa. Bis dahin spielen wir das Spiel nicht mehr. Wenn wir durch sind. Aber das ist auch okay. Können wir noch Flaschen herstellen? Flaschen haben wir. Machen wir noch 4 Flaschen. Was habe ich hier rausgenommen? Nichts, was ich hiervon brauchte. Zeichen der Bewährung setzen wir gleich ein. Ich weiß nur nicht wofür. So, das läuft auch alles schön. Ah, es ist schon so beruhigend und befriedigend, wenn hier mal alles endlich läuft. Aber ich hätte gerne noch einen neuen Droiden. Doppelte Items. Ja, brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir 500 herstellen. Was kostet denn noch eine neue Bank? Wirtschaft, Bank, Stahl, und relativ viele Ziegel. Das brauchen wir, glaube ich, noch nicht. So, das ist gut. Gucken wir mal, Plastik, wie viel kommen? 3 Stück nur. Ach, das hier oben läuft so langsam. Aber noch ein Ölturm ist halt auch unnötig zu bauen. Der lohnt sich halt. Wir brauchen es halt schon relativ häufig, ne? Aber dafür haben wir nie genug Glas. Neue Stufe. Schauen wir nach. Was bringt uns die neue Stufe? Doppelte EP. Gebäudekosten 25. Das wäre vielleicht Tresor. Haben wir Inventar-Slots. Alchemie will ich, glaube ich, noch nicht. Ah, Mineral schaltet Steinbrüche frei. Das wäre ganz cool, glaube ich. Aber kriegt man da Sand? Kriegt man da Sand? Ich will's haben. So, wo gibt es jetzt Steinbrüche? Bumm. Industrie, Steinbrüche. Nein.
Ist das bei Farmen? Steinbruch, da. Ja. Oh. Das ist teuer. Aber ich will einen haben. Hier oben siehst du super. Na, nee, siehst du nicht so super aus da oben. Doch, oder? Hier siehst du super aus. Wir kriegen es ja wieder, wenn wir es nicht gebrauchen können. Ach so, und die machen dann so ein... Oder was, oder wie, oder wen? Hm. Aber wie oft macht er das? Macht er es jetzt einmal in... Los, mach's nochmal. Dann setzen sich den, glaube ich, lieber woanders hin. Bom, 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 bom. Ja, wir müssen jetzt durchziehen. Ich weiß gar nicht, hier hinten. Hier läuft hier eh nicht viel, ne? Hm. Ja, ich glaube, wir setzen hier hinten in den Steinbruch. Ah, war falsch. Nee, doch hier. Am Steinbruch. Ach so, ich stehe wieder im Weg, klar. Klassiker. Upp. Los, mach es. Ja, aber es ist zu weit draußen. Und hier oben auch. Und hier, es kommt niemand dran. Ach doch, hier ist gut. Da lassen wir es laufen. Tschuuu. Kriegen wir ein großes Skelett? Nö. Flaschenkäfer nehmen wir mit. Rübensamen? Nö. Und Mantrogora? Auch nicht, nö. Haben wir noch Platz für irgendwelche Insekten? Da. Packen wir die Insekten ein. Flaschenkäfer. Wohl Flaschenkäfer brauchen. Roboterschaufel, Flaschentodesmotte bräuchten wir. Und ein Elektronik. Das sind keine Todesmotten. Sind das Todesmotten? Oder bräuchte man auch wieder so viele Flaschen? Und die brauchen wir erstmal für das ganze Plastik. Wieder nur. Okay, 10 diesmal immerhin. So. Können wir schon mal Elektronik machen? 1. Super. Weil wir nicht annähernd genug Königsstahl haben. 5 Stück, weil wir keine Rubine haben. Aber das müsste jetzt auch langsam kommen durch das Ding hier. Ich weiß nicht, wie oft der spuckt. So, dann können wir ein bisschen Sand farmen. Grabe ein Archäologie-Item aus. Was denn? Das da? Sphinx? Bom, bom, bom. Bestimmt hier oben abgeben. Archäologie-Ding. Ja. Zack. Alchemie haben wir gar nichts. Brot, nö. Wir kochen nicht, das haben wir voll. Wie sehen die Todesmotten aus? Hm, sieht man nicht mehr, was das war. Hier auch nichts. Die haben wir irgendwo noch. Milch haben wir immer noch nicht. Bergbau haben wir voll. Gebäude. Glas, 50. Stahl, Plastik, Elektronik, Königsstahl, Leder. Das können wir jetzt auch relativ schnell voll machen. Obwohl 50 Glas und Elektronik 5 und... Nee, das können wir doch nicht schnell voll machen. Njum. So. Ich
möchte jetzt wirklich gerne die Fabrik haben. Zum Testen. Mal packen wir die hier oben hin. Oder hier. Weil dann kommen wir nicht mehr durch. Ne? Nö, brauchen wir gerade nicht. Ah, was kosten denn eigentlich die Meisterhandschuhe? Königskleidung und immer noch Lavendel. Aber Königskleidung können wir herstellen, oder? 5? Ne, 1. Wir nur einen Rubin haben. 4 Minuten. Zack. Lebenserhöhung. Stufenaufstieg. Energieerhöhung. Energieerhöhung. Ich glaube, das war sinnvoller. Damit wir einfach weniger essen müssen. Oh, hier unten ist nichts Wichtiges, was wir brauchen. Bom, bom. Zack. Drachenei. Drachenei, Drachenei, Drachenei. Wo bist du? Tschu. Dämonenhörner, stimmt, die brauchen wir auch noch ohne Ende. 106 haben wir. Für was brauchen wir 100 Dämonenhörner? Da, das Rätsel meinte ich. Die Feuergalaxie. Nö. Mhm. Mhm. Ich glaube, wir haben noch nicht genug Gold für eine nochmal Erweiterung. Und ja. Ich habe heute gelesen, dass das Spiel 12 Stunden Spieldauer, Spielspaß haben soll. Aber ich glaube, wenn man 12 Stunden dafür verbringen will, also das ist glaube ich ungefähr bei der Hälfte. Ich bin bei 9 Stunden oder so. Also, oder bei 10 mittlerweile, 11. Glaube ich nicht, dass man das in 12 Stunden muss man ja wirklich super schnell durchspielen und kriegt gar nicht so alles mit. Ich meine, wenn man die Rätsel weiß etc. und die auf Anhieb lösen kann, dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber wenn man die nicht weiß, dann kann man das, glaube ich, gar nicht so schnell lösen. Zumindest weiß ich nicht, ohne es jetzt genießen zu können. Weiß ich nicht, ob mich das so reizen würde. So, kriegen wir noch eine Flasche? Oder sind die fertig? Ah, die sind fertig. Wie viele Elektronik kriegen wir denn hin? 1, 2, fehlen Plastik. 4, machen wir 3. Hier machen wir ein bisschen Glas, wir haben eben schön viel gesammelt. 27. Dann laufen die noch durch, dann machen wir gleich neue Flaschen. Und dann kriegen wir die Fabrik. Och, das Kraftwerk, warum sage ich immer Fabrik? Kleiner, dummer Junge. Nein, ich will was essen. Ah, haben wir neue. Wir haben einen neuen Rubin. Yay. Aber nur 8, nur einen Topaz. Ist das Topaz oder Topaz? Topaz erinnert mich immer an Knoppers. Aber ich glaube, Knoppers ist ja mit Doppel-P. Deswegen heißt es Topaz. Und nicht Topaz. Ja, das klingt sinnvoll. Wow. Hier wird gar nichts abgebaut, ne? Zack, zack, zack. Da war ein Topaz dabei. Ein Topaz. Topaz, Topaz, Knoppers, Knoppers. Topaz. Das heißt Topaz, ja. Aber es klingt irgendwie unsauber. Ich habe immer in meinem Leben Topaz gesagt. Was heißt Topaz? Topaz. Hm?
Das ist ja auch mal so wunderschön, wenn man Wörter so ganz, ganz oft sagt. Dann irgendwann klingen die einfach falsch. Opfern wir ein Leben? Na komm, eins können wir opfern. Herausforderung, beschwöre schwierige Gegner. Erhalte etwas Nahrung. Das haben wir doch schon mal gemacht. Bringt doch gar nichts. Jetzt will ich mein Leben zurück. Na toll. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Wir brauchen Glas. Ganz viel Glas und ganz viel Flaschen, damit wir ganz viele Todesmotten bekommen. Die gehen wir dann suchen. So, davon brauchen wir zwei. Nein, geht immer noch nicht. Königstahl. Oh, warum? Ja. Können wir schon Flaschen herstellen? 7, 5. Todesmotten, Todesmotten, Todesmotten. Sind hier irgendwo Motten? Das da sind Todesmotten, ne? Chup, 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 chup. Das hier, ja, das sind Todesmotten. Immerhin ein paar Todesmotten. Aber na gut. In der Folge, obwohl, ne, bevor wir jetzt die Folge beenden, will ich die Fabrik noch bauen. Die will ich jetzt noch haben. Und dann können wir in der nächsten Folge testen, ob die was bringt. Elektronik. Ah, ein Königstahl. Ich will nicht, dass der leer geht in dem Ding. Das lassen wir noch und dann, genau, dann geben wir gleich Elektronik in Auftrag. Und dann schauen wir in der nächsten Folge, ob die Fabrik auch wirklich einen kleinen Vorteil bringt oder ob die, wie ich dachte, nur Verschwendung ist. Aber wenn die halt wirklich beschleunigen sollte, wäre es halt super. Praktisch. Praktisch. Okay, das war eklig. Wenn wir die brauchen würden, statt den scheiß Todesmotten, wäre viel sinnvoller. Bist du jetzt fertig? Los, los. Vielen Dank. Und die Elektronik in Auftrag geben. Machen wir zwei. Super. Dann lasse ich die jetzt durchlaufen und wir testen in der nächsten Folge, ob die das Kraftwerk, macht das Kraftwerk nicht die Fabrik? Ich lerne es nicht. Ob die was bringt und... Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich.